Diebstahl, egal, komm. Wir verkloppen die Wache, dann geht's. Oh, tot. Puh, okay. Dann können wir uns jetzt die Bude hier drüben doch angucken, weil da waren die Hornwölfe. Und die sind ja jetzt weg. Oh, hier ist ein bisschen giftig. Nee, hier kommen wir doch nicht hin. Schade. Ja, ist es ungesund. Wir können hier den Kritter natürlich wegkritten. Aha. Wegspringen, ja. Ja, nimm das. Bertus. Ja. Ach, genau. Dann geh halt zu Duras. Wenn du von mir nie gehauen werden willst. Duras macht das doch auch gerne. So, gut. Gehen wir mal weiter hier Richtung Norden. Guck mal. Windräder. Nicht mehr ganz taufrisch. Vielleicht ist da auch irgendwas. Wer weiß. Ein Heilpflänzchen hier. Ist wieder ein Wagen. Elixit, Klopapier, Elixitbeutel. Nur das ganze gute Zeug. Ich meine, ein Heiltrank. Was ist denn da hinten? Ist das eine alte Skeks? Ne, das ist eine richtige. Die richtigen werden wir nicht schaffen, wenn wir mit der alten schon so zu kämpfen haben. Da gehen wir mal lieber woanders lang. Aber ist ganz gut, dass man mit dem Bogen gucken kann, was es für Viecher sind. Das ist ein Weißer. Ich helfe dir. Ja, hilf mir. Wir machen den Weißer zu Klump. Ja. Er erwischt mich natürlich wieder. Ich weiß nie genau wie. Aber das macht er manchmal. Hopp. Nein. Du sollst mich nicht hauen. Geh weg. Ich mag dich nicht. Hier, nee. Genau, nimm das. Herbert. Oh Gott. Der war zu kurz. Und hat nie genug Schaden gemacht. Ich habe gedacht, ich bringe ihn um mit der Combo. Also mit der Combo-Attacke. Oder Abschluss-Combo-Attacke. Wie auch immer man das Ding jetzt nennen möge. Aber war nicht so. Hat viel zu wenig Schaden gemacht. Wo sind wir eigentlich hier? Ach. Noch gar nicht weit. Wir müssen noch ein ganzes Stück in den Norden. Ich habe jetzt schon gedacht, ich bin an den Objekten schon vorbei, wo ich hin wollte. Ah, cool, ein Gleiter. Wahrscheinlich von den Alps. Ich meine, oder haben bloß die Alps die Gleiter? Wer ist das, die Alps die Gleiter haben? Aber haben die Kleriker die vielleicht auch, weil die Kleriker sind ja Technik vernarrt. Die könnten auch solche Gleiter sehen haben. Sondern den da hinten für einen Teil. Das sieht nie gesund aus. Ein Nachtschatten. Aber kein Gewächs. ja, der kann da mal bleiben, bitte. Dann gehe ich doch woanders lang. Bogen ist schon nützlich. Und wenn es bloß ist zum Gucken, wer da ist. Was war denn hier? Mächtige Heilpflanze. Kann auch nicht schaden. Vorne ist ein Raptor. Normaler. Er hat keinen Totenkopf, den kriegt man. Du bist nicht immer kraftlos, aber egal. Los geht's! Ja, los geht's! Deswegen lässt du dich auch schon verprügeln. Ja, genau. Dora, sehr gut. Hier, ich bringe ihn zu dir. Sehr gut. Und dann in den Hintern. Immer schön rein da. Okay, er will sowas. Aber der ist schon hart, oder? Dafür, dass er keinen Totenkopf hat. Also der hält viel aus. Ich weiß jetzt nicht, wie er Schaden macht. Ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht weiß. Ich will es eigentlich auch gar nicht herausfinden. Oh, das, jetzt hätte ich es fast rausgefunden. Schrei ja nicht so rum. Ja, genau. Weg damit.
Raptor tot, 40 Erfahrungen gab es dafür. Ist echt nicht viel, also erfahrungsmäßig machst du da nicht viel mit. Ich glaube, das Beste ist halt die Krallen und so. Wieso sieht denn die Wand da so komisch aus? Hat das einen Sinn? Oder ist das ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Die Wand sieht echt komisch aus. Oh, was haben wir hier? Ein Weltenherz. Oh, das ist es. Wir haben es gefunden. Ist hier niemand? Frag mich gerade, ob hier keiner ist, ne? Hier ist kein Eingang. Ich dachte, da wäre auch ein Eingang. Deswegen bin ich hier rüber gegangen. Ich wollte die Pflanze haben. Hier ist doch jemand, okay. Wache und Wache. Ich kann jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Na gut, dann halt nicht. Aber speichern machen wir. Ein Mana. Pures Mana. Torgal. Du bist hoffentlich nicht gekommen, um hier Ärger zu machen, oder? Du bist hier der Wachposten? Ja, richtig. Ich bin Torgal, Wache des Weltenherzes hier. Und du wirst ihm keinen Schaden verursachen. Sonst gibt's was mit der groben Kelle, klar? Alles klar, mein Freund. Worauf soll ich in dieser Gegend achten? Wie ist die Lage? Der Berserker Asko ist tot. Der Berserker Asko ist tot. Was sagst du da? Tot? Das ist... Wie ist das er hat geschehen? Schon mal ein Schwert, ne? Er wurde ermordet. Verdammt. Und ein ganz schönes. Es. Er war einfach zu ehrgeizig. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Das will ich meinen. Vor meinem Schwert erzittern sogar die Alps. Zu ehrgeizig, das musst du mir genauer erklären. Kanntest du Asko gut? Wann hast du Asko das letzte Mal gesehen? Wie lange bist du schon hier oben? Wie lange bist du schon hier oben? Vor 3 Monaten war ich kurz in Goliath, um ein paar Dinge zu erledigen. Aber sonst bin ich hier im Hochland von Abessa. Hier oben kriegt man frische Luft und... Naja, die tiefen Wälder liegen mir irgendwie nicht. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht. Es ist... So beengend alles. Und nachts erst. Nein, nein. Ich gehöre ins Hochland hier oben. Neuer Indizienbeweis. Du kanntest Asko gut? Du kanntest Asko gut? Offensichtlich. Ein aufgewecktes Bürschchen. Ich hätte ihn hier oben gut gebrauchen können. Okay. Wann hast du Asko das letzte Mal gesehen? Etwa vor 3 Monaten. Er sprach immer von seiner Kriegerprüfung. Er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Zu ehrgeizig? Das musst du mir genauer erklären. Asko wollte immer schon, seit ich denken kann, Krieger werden. Vor 3 Monaten war es dann soweit. Seine große Prüfung. Warlord Ragnar hat ihn, Duras und ein paar weitere Kandidaten geprüft. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Askor hat es wohl offensichtlich nicht geschafft. Er hat sich nicht überanstrengt. Er wurde ermordet. Ja, eine Schande ist das. Askor war ein guter Mann. Du bist offenbar unschuldig. Wie war das? Du hast mich doch nicht etwa gerade ausgehorcht, oder? Doch, aber du kannst der Mörder nicht gewesen sein, da du offensichtlich große Angst vor tiefen Wäldern hast. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Askors Leiche wurde in einem solchen Wald kurz vor Goliath gefunden. So ein Dreckskerl. Man müsste dem Mörder mal so richtig... Ich arbeite dran. Gut so. Hoffentlich findest du das Schwein. Bin ich dabei. Aber erzähle jetzt erst schon mal, wie ist denn die Lage hier? Ihr seid ja bloß 3 Hansel. Wie ist die Lage? Na, sieh dich doch mal um. Ah, 4, da unten dann ist noch eine Frau. Dann kommst du vielleicht von alleine drauf. Ein Weltenherz zu bewachen ist keine einfache Aufgabe. Und jedes Mal, wenn es einen unserer Leute zerlegt, schnürt sich mir die Luft ab. Schließlich zählt jeder Mann. Irgendwie fehlt mir hier ein Setzer, oder? Brauchen die einen Setzer für das Weltenherz, um es zu pflegen?
Eure Position sieht unterbesetzt aus, aber sowas von... Euer Posten sieht unterbesetzt aus. Ragnar, unser Anführer, hat mir eine stattliche Eskorte zugeteilt. Einige von ihnen habe ich mit einem unserer Setzer zu einem Hof in der Nähe der Kuppelstadt geschickt. Dort sollten sie ein paar Vorräte für uns auftreiben. Dass sie noch nicht zurück sind, verheißt nichts Gutes. Zumal also doch es nicht angehen kann, dass Rock, also dieser Setzer, mich hier hängen lässt. Ich verstehe nichts von der Pflege eines Weltenherzes. Das ist seine Aufgabe. Okay. Ich kläre die Sache mit deinem Setzer. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das Angebot ablehnen würde. Sei aber vorsichtig. Es muss einen Grund geben, warum er nicht zurückgekehrt ist. Zur Erinnerung, unterhalb der Kuppelstadt findest du ein Gehöft. Dort solltest du nach ihm suchen. Ja, mache ich. Die Kuppelstadt sieht man, glaube ich, von hier schon. Worauf sollte ich in dieser Gegend achten? Das weißt du besser als ich. Ich verlasse unseren Stützpunkt nur selten. Denn nur die Palisaden bieten halbwegs Schutz. Wenn du allerdings im Dickicht überrascht wirst, sieht es meist anders aus. Also sei vorsichtig. Verlass dich auf dein Gehör und schärf dein Auge. Dann passiert dir nichts. Ja, mach mal. Geht klar. Hier, Mädel. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ah, zwei Mädel. Wir reden später. Okay, doch. Ist doch ein paar Frauen hier. Huch, kleiner Heiltrank. Elektroschrott. Geldbündel. Hier ist auch noch jemand. Halt! Hier haben nur Berserker Zutritt, die diesem Weltenherz zugeteilt wurden. Na gut. Warum? Komm ich denn hier irgendwie hinten rum rein? Vielleicht? Oder von oben? Jagdbogen erhalten, ja. Was haben wir denn hier noch? Amulett des Dienstleisters. Oh, verdammt. Mist. Ich war das nicht. Ach, Wache, komm. Nein, nicht da festhängen. Ja, gib's ihm. Diebstahl, egal, komm. Wir verkloppen die Wache, dann geht's. Oh, tot. Naja, gut. Keiner hat's gesehen, hier noch einen kleinen Stein mitnehmen. Noch eine Ratte erschlagen. Muss gleich nochmal mit dem reden. Ich hoffe, das stört die nicht. Wollte doch bloß mal gucken hier. Hier, sorry, mir ist da was kaputt gegangen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Hier, Mana, ja, nehme ich auch mit. Behalte immer die Gegend im Auge. Mach ich. Alles klar. Gut, die hat's nie gestört, dass ich da eine ihrer Wachen umgebracht habe. Das war aus Versehen, Mann. Ich wollte doch nur gucken, was ihr da habt. War nicht böse gemeint. Ich sollte mich da mal hinlegen. Jetzt, wo ich mich da hinlegen kann, weil es keiner mehr bewacht. Kurz schlafen. Ah, hier. Bis zum nächsten Morgen, genau. Gut, dann gehen wir mal gucken. So. Wie hieß die Stadt jetzt? Kuppelstadt. Ja, keine Ahnung. Die sollte ja zu sehen sein, eine Kuppelstadt, oder? Ich gehe mal hier hoch. Und dann gucken wir uns mal um. Die wird ja... Ja, das, da ist schon was. Was wie eine Kuppel aussieht. Und dann unterhalb davon muss ein Gehöft sein. Das ist auf jeden Fall eine Kuppelstadt. So viel steht fest. Jetzt brauchen wir bloß noch... Ach du Heimatland, was hier für Viecher sind. Man muss ja echt vorsichtig sein. Wir kriegen gerade so einen Raptor klein und hier sind sonst sowas für Tierchen. Ich meine, das erklärt vielleicht auch, warum die Setzer nicht wiedergekommen sind. Oder der Setzer. Behalt jetzt den Bogen draußen, einfach um
quasi vorbereitet zu sein, falls irgendwas kommt. Schleimdrakon. Da drin ist auch wieder irgendwas Gefährliches wahrscheinlich. Oh Mist, 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 der hat mich gesehen. Das sind Raptoren. Da kann ja alles nicht wahr sein hier. Sind das richtige oder sind das halbe? Das ist ein richtiger. Das ist auch ein richtiger. Okay, der Schleimdrakon hat keinen Bock mehr. Doras, wie sieht's aus? Hast du Lust auf Raptorfleisch? Ihr habt da was für uns. Ja, genau. Schnappt euch Doras, der mag das. Also der eine bloß, der andere mag gar nichts mehr. Kommst du mal, du Viech? Jetzt kommt der andere auch wieder. Ja, die greifen eh beide an. Hier, Doras, los, los, los. Genau. Hack drauf. Ich mach's so. Oh nein, nicht in die Wand rein. Das ist gemein. Aua. Don't do it. Sehr gut. Ein Hammer. Kurz speichern. Der Zwette ist zum Glück nicht mitgekommen. Er hat irgendwie Angst gekriegt. Ich meine, wir sind ja auch übermächtig. Da kann man schon mal Angst kriegen. Das stimmt schon. Mann, los, komm. Los, gut hier. Genau. Schön auf Doras. Nein! Oh, Glück gehabt. Ich dachte, der erwischt mich auch gleich mit Wässer. Ich mache nie so viel Schaden wie Doras, aber ein bisschen mache ich auch. Ja. Nimm das, Herbert. Und das auch wieder in den Hintern. Na los. Ja, schön. Sehr gut. Ich brauche nicht so auf die Ausdauer zu achten, wenn der auf Doras losgeht, weil ich dann nie nach der Combo sofort ausweichen muss. Das macht die Sache schon so ein bisschen angenehmer. Das ging ja jetzt doch ganz gut. Das wird wohl der Bauernhof sein. Aber wir gucken uns mal kurz hier die Ruine hier an. Vielleicht gibt es hier irgendwas Schönes. Also da hinten ist auf jeden Fall wieder so ein komischer Wolf. Oder war das Wolf? Wie warst denn du? Ja, Hornwolf. Genau, gleicher. Sehr schön. Doras. Immer schön drauf auf das Ding. Ich mach so wenig Schaden, das ist ein Traum. Aber Doras macht zum Glück genug. Gut, dass ich mit hab. Sonst würde ich ja sowas von alt aussehen. Hier, Kritter, komm mal her. Das hat sogar Schaden gemacht, verrückt. Wobei, ich hab doch den Jagdbogen geklaut. Ich könnte mal gucken, ob der irgendwas hermacht. Oder eher nicht so. Ich brauche mehr Ausdauer. Dass ich nach der Combo noch ein kleines Stück Ausdauerbalken habe zum Ausweichen. Dann könnte ich vielleicht auch alleine kämpfen. Zumindest gegen so einzelne Viecher. Aber woher soll man die nehmen, ne? Die Ausdauer. Eine verschlossene Truhe. 2 von 0. Ja, okay, easy. Kein Problem. Einfach. Ja, eben. Eine Schlachterhose. Ach ne, Schachterhose. Sehr gut. Die ist sogar besser als meine. Das ist perfekt. Ein kleiner weißer Stein. Okay. Mist, hätte ich mal gucken sollen, was der bringt. Da standen ja doch ein paar Stats dran. Aber wir gucken uns jetzt hier schon mal das Höschen an. Ja. Schachterhose, wunderbar. Etwas mehr Rüstung. Wo werden denn die Steine sein? Ja, kleiner weißer Stein, da ist er. Bonusschaden Gefährten. Bonus Gesundheit. Bonus Gefährten Gesundheit. Aha.
Kann mit geeigneter Waffe oder dem Adjuster kombiniert werden. Den Sockel einsetzen braucht man dafür. Und der gelbe Stein bringt Malus Resistenzen des Gegners. Bonus Resistenzen. Das ist ganz cool. Müsste man halt irgendwie in die Waffe einsetzen. Oh, hier Energiespeicher, ja klar. Ist auf dem Dach noch irgendwas? Nee. Oh. Da, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass ich da oben drauf stehen kann. Aber war wohl doch nicht so. War wohl doch nicht so. Hier ist noch ein Federvieh. Ja, stirb. Ach, kann halt nicht. Kritter! Nimm das! Ja, so geht's auch. Die Kritter sind ja echt kein Problem. Warum sind jetzt hier Kritter nach den Raptoren? Erst Raptoren hinstellen, dann Kritter, oder was? Ah, ich helfe dir auch, du. Dir werde ich helfen. Ja. Yeah. Ja, sehr gut. Ausdauer immer weg. Brauche ich mehr Ausdauer. Ich glaube, man kann später Tränke herstellen, die die Ausdauer permanent erhöhen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Moin. Wer bist du? Rock. Ah, wunderbar. Hi. Hey, du. Was gibt es Neues aus dem Süden? Du meinst Edan? Nein, ich rede von dem richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Tavar. Warum denn Tavar? Der Berserker Askor ist ermordet worden. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erstmal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Neuer Indizienbeweis. Trägst du deine Waffe? Trägst du eine Waffe? Klar, ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Eine Knarre? Gut, dass du hier draußen bist, ne? Wenn Jorah das mitkriegt, da bist du fällig. Ich nehme an, dass du schon öfter im Wald vor Goliath warst. Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte. Du kanntest Askor? Du kanntest Askor? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammen gespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Pah, das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der scheiß Farm, wo sonst. Und einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Scheiße, nein! Wie sollte ich das denn auch angestellt haben? Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. Eben. Hier, Torgal braucht dich am Weltenherz. Torgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden, soll er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen. Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Die Scheiße hier hängt mir zum Halse raus. Berserker, Kleriker, allesamt in denselben Sack mit ihnen. Gesetze, Gebote und Verhaltensregeln. Ich sag dir was, scheiß auf die Regeln, scheiß auf Gesetze, scheiß auf die Berserker. Die Outlaws in der Wüste sind das einzig Wahre. Was ist mit der Eskorte passiert, die ich zum Hof begleiten sollte? Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut. Konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt.
Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Na super. Du wärst lieber ein Outlaw? Du wärst lieber ein Outlaw? Ja, auf jeden Fall. Die wissen, wie man in Freiheit lebt. Der Job eines Setzers ist das allerletzte, sag ich dir. Es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne sehen will. Doch leider stecke ich hier fest. Warum ziehst du nicht einfach los? Du würdest die Reise sowieso nicht überleben. Du würdest die Reise sowieso nicht überleben. Da hast du sogar recht. Das Problem ist einfach, dass mir die nötige Ausrüstung fehlt. Trockenfleisch, Wasser und eine entsprechende Bewaffnung. Ohne das Zeug habe ich schlechte Karten. Ich speichere mal kurz. Wegen der Sache mit dem Weltenherz.